Arrest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich auch heute nicht allein bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Carla, ich freue mich sehr. Hi, grüß dich. Carla Borger ist heute dabei. Carla Borger ist Beachvolleyball-Profi, deutsche Meisterin, Vize-Weltmeisterin und wird uns bald bei den Olympischen Spielen vertreten. Und sie ist Football-Fan. Das ist richtig. Wir haben uns kennengelernt, Carla, im Clubhaus, witzigerweise. Vor ein paar Wochen haben wir da einen Talk gemacht. Da warst du auch dabei, unter anderem auch Marcel Janssen, der Fußballer. Da haben wir, und Nikola Kiefer, der Tennisspieler. Da haben wir uns so ein bisschen mit Profisportlern unterhalten, wie sie eigentlich die Sportart American Football wahrnehmen, die Unterschiede zu den einzelnen Sportarten. Da ging es um Motivation, um Fitness und so weiter. Und damals haben wir uns schon lose verabredet, dass wir dieses Gespräch fortsetzen. Im Rahmen der Footballerei und das wollen wir heute machen, weil ihr habt viele Gemeinsamkeiten, die Footballer und du, aber auch viele Unterschiede. Stichwort Ausrüstung, Stichwort Verlauf der Saison, Stichwort Regeln und also sehr viele Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Deswegen vielleicht erstmal die erste Frage ganz allgemein an dich, Carla. Wie bist du zum American Football gekommen, dass du dich dafür interessierst und was findest du im Speziellen am faszinierendsten an dieser Sportart? Ja, also ich habe früher ja als Hallenvolleyballerin angefangen und Jörg Heckenbach hat in Braunschweig uns als Athletiktrainer unterstützt und somit, weiß nicht, war man irgendwie so, hatte man immer sowieso schon so ein Auge auf Football geworfen und ich bin Konsument des Super Bowls. Ich konnte leider einige Jahre dann mal nicht schauen, weil wir immer Training am nächsten Tag hatten, aber verfolge das schon jetzt sehr lange und ich finde eben besonders ja in den letzten Jahren ist es ja auch einfach immer präsenter geworden und das ist für mich immer schön, auch sonntags einfach mal eine Alternative zu haben, eben anderen Sport zu verfolgen und eben auch so detailliert, wie es eben auch gemacht wird, auch mal so hinter die Kulissen, hinter die Taktiken, einfach so eine ganz andere Art, wie man Sport präsentieren kann, die, finde ich, für den Zuschauer einfach super aufgemacht ist und ganz toll, diese Hintergründe mal mitzubekommen. Lieben Gruß an dieser Stelle, falls du uns guckst, an Jörg Heckenbach, den kenne ich ja früher auch noch, aus NFL Europe-Zeiten, einer der besten deutschen Receiver, den wir hatten, ist aber auch so im Fitnessstudio eine Vollmaschine, der Jörg, ne? Ich glaube, er ist auch immer noch eine Maschine, müssen wir ihn selber nochmal fragen, aber ja, ist schon ein Tier gewesen, wenn man das so sagen kann. Gibt es denn einen Spieler oder eine Mannschaft, die du irgendwie besonders favorisierst aus Gründen? Also ich folge Giselle Bündchen. Ich weiß nicht, ob auf allen Plattformen, aber auf Facebook zumindest. Dadurch bin ich so ein Brady-Fan und mag total die Fotos zu sehen, wenn seine Kids dann sein Shirt anhaben, sein Trikot. Und ich meine, er sieht natürlich auch sehr gut aus als Frau natürlich. Und er ist ein super erfolgreicher Spieler. Das ja jetzt, also finde ich auch als Sportlerin so eine Leistung und über so viele Jahre ein Top-Athlet zu sein. Das ist schon sehr stark und zeugt schon wirklich von sehr viel Können. Und das fasziniert mich als Sportlerin selber auch. Als Profisportlerin, wenn man dann auf Tom Brady blickt, der im August schon 44 wird und trotzdem noch auf höchstem Niveau spielt, Super Bowl-Siege feiert am Stück. Was meinst du so aus der Ferne betrachtet, ist sein Erfolgsgeheimnis? Ist es dieser absolute Ehrgeiz? Ist es der Wille, sich weiter zu quälen? Ist es so ein Fitness-Freak? Also was meinst du? Was macht das aus? Also klar muss der Körper erstmal mitspielen, über so viele Jahre auf so einem Niveau. Das ist erstmal die Voraussetzung. Ich denke, dass er mental unheimlich stark sein muss, dass man wirklich da auch, ich meine, er ist ja auch Führungsspieler, muss man ja auch dazu sagen, dass man so eine mentale Stärke einfach hat so und
so ein Erfolg kommt nicht einfach so. Und das wird enorm viel Arbeit sein, die er da reinsteckt. Und so wie ich das ja auch mitbekommen habe, ist er ja auch jemand, der Extrastunden macht, der eben sich da wirklich voll dahinter klemmt und natürlich wahrscheinlich auch seine Familie dann ein Stück weit ja, einen Boost, zumindest was Familienzeit angeht. Und ja, ich finde es krass, also so als Sportler so viele in dem Alter und auch so viele Erfolge zu feiern, also meinen höchsten Respekt. Was ist in Anführungszeichen die Haltwertbarkeitzeit im Beachvolleyball? Also wir haben eine Spielerin, Carrie Walsh, dreifache Olympiasiegerin, in Rio Dritte geworden, Supermom, die ist jetzt, ist sie 44 oder 43, dreifache Mutter, ja, das ist schon ambitioniert, so, sie ist auch körperlich fit und hält da wirklich noch mit, also ist ein bisschen abhängig, so, weil man wahrscheinlich als Frau Kinder haben möchte und ich würde mal sagen, so, Mitte 30 ist man auf jeden Fall immer noch in seiner Blüte. Hast du dir einen Endzeitpunkt gesetzt oder lässt du es auf dich zukommen? Ach, ich finde irgendwie, solange der Körper irgendwie auch mitmacht und man irgendwie noch Spaß daran hat und merkt, dass man da oben noch mitspielen kann, habe ich mir jetzt kein Limit gesetzt. Es ist eher so ein bisschen in die Ferne geschaut, was ist mit Paris, also Olympia dann eben in Paris. So, das reizt mich schon total. Ob ich das bis dahin noch schaffe oder so mein Level halten kann oder noch besser werden kann, das kann ich nicht beurteilen. Und jetzt erstmal Tokio. Bringen wir das Jahr erstmal rum und hoffen, dass das alles so stattfindet. Und glaube, dann muss man einfach nochmal neue Schlüsse fassen, wohin ich genau gehen möchte. An dieser Stelle auch jetzt schon mal toi 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 für die Olympischen Spiele, Dankeschön. Die da anstehen in Japan. Du wirst sie bestreiten mit deiner Partnerin Julia Sude. Genau, also wir sind noch nicht nominiert. Wir sind aber so, dass wir uns keiner Punkte technisch mal überholen kann. Okay, also ist die Wahrscheinlichkeit zu, außer der Verband möchte uns nicht nominieren, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ist auf jeden Fall sehr hoch, dass wir dort sind. Also wir planen noch damit und unser Training ist auch komplett danach ausgerichtet. Was noch fehlt, ist die offizielle Bestätigung. Genau, dieses ganz offizielle Papier. Also wir haben auch die Einkleidung, wir haben schon einen Flug dorthin. Also so dieses, also zumindest die Daten haben wir. Man rudert immer so ein bisschen zurück als Sportler. Es kommt eine ganz, ganz offizielle Bescheinigung, wird noch kommen. Okay. Stichwort Training, um jetzt auch einmal nochmal die Schleife zu drehen zwischen einem Beachvolleyball-Profi und einem American-Football-Profi. Du hast eine Partnerin, Julia Sude. Genau. Das ist sicherlich auf der einen Seite ein Vorteil, weil du dich quasi nur in Anführungszeichen auf eine Person einstellen musst mit allen Vor- und Nachteilen. Auf der anderen Seite gibt es aber Footballspieler und so ein Kader besteht ja gern mal aus 50, 60 Leuten. Wenn du da so drauf blickst, ist das dann eher Erleichterung? Ich muss gar nicht mit so vielen Menschen irgendwie mich abstimmen oder ist es dann auch so ein bisschen Neid, weil so mehr größere Mannschaftssportart? Wie betrachtest du das? Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe, seitdem ich das erste Mal in Braunschweig beim Spiel auch live war? Wie können die sich die Namen ihrer Teamkameraden merken? Ja. Also wie schaffst du das im neuen Kader? Okay, man kennt sich untereinander, dann kommen ja auch mal neue dazu, ein paar sind verletzt, dann werden die ausgelöst, was auch immer. So, kriegst du dann wie in der Schule so eine Liste mit Fotos und die studierst du dann? Oder wie machst du das? Also das sind doch auch als Trainer, so, okay, der Trainer, die sind ja wirklich so in ihrem Element, so, aber ganz ehrlich, so, das sind einfach so viele, so, wie machen die das? Ja, ich glaube, die meisten bewegen sich halt so in ihren Positionsgruppen. Also, aber trotzdem, du willst ja auch, also lädst du dann alle so wie beim Hallenvolleyball, wo man ja zu zwölft ist, oder jetzt bei uns im Beachvolleyball, wo wir zu zweit sind, mit ja. Trainer noch vielleicht und das Staff. Du lädst die ja auch nicht alle mal nach Hause ein zum Barbecue, oder? Oder so auf ein Bierchen oder so. Wahrscheinlich schon mal, aber so, das ist doch wahr. Naja, der Quarterback lädt ja immer gern mal so seine O-Line irgendwie ein oder schenkt denen irgendwas Teures so als Dank. Danke, dass ihr mich beschützt und so weiter. Also die haben nochmal irgendwie so intern, glaube ich, eine besondere Connection. Aber trotzdem, also größer könnten die Unterschiede nicht sein, ne? Vom Duo hin zum 60-Mann-Kader. Ja, ich meine, ein Vorteil hat es natürlich, wenn dir ein paar Teammitglieder mal so ein bisschen auf den Senkel gehen, dann unterhältst du dich halt mal mit der anderen Gruppe. So, du kannst dich sehr gut aus dem Weg gehen.
Andererseits musst du halt auch als Team auch in so einer Größe einfach so gut zusammen funktionieren. Und das macht es dann schon wieder faszinierend. Bei uns hat man manchmal eher festgestellt, dass wenn man jetzt mit Hobbyleuten spielt und sie dann eben sagen, ja, komm, wir spielen mal gegeneinander, so, du hast keine Chance gegen uns. Ja. So, und je mehr Leute wahrscheinlich auf dem Feld stehen, desto mehr werden sie sich selber behindern, gegen uns zu spielen. Und deshalb finde ich es noch faszinierender, dass man eben es schafft, in so einer großen Teamkonstellation trotzdem so die Kommunikation und das alles zu halten, dass du halt da optimal deine Leistung abrufen kannst. Und man ist natürlich nicht so abhängig, ne? Wenn jetzt, das wollen wir natürlich nicht hoffen, toi toi toi, schnell auf Holz klopfen, genau, aber genau. Wenn Julia was passiert, dann hängst du da auch mit dran. Genau, und es gibt auch keine Möglichkeit, so ich kann nur mit ihr Olympia spielen. So jetzt, wenn sich einer von uns verletzen würde, wäre es vorbei. So, es gibt nochmal eine, wenn die Nominierungen durch sind, also dann wirklich die offiziellen Papiere weitergegeben werden, dann gibt es noch eine Möglichkeit, gibt es eine Spielerin, die nominiert wird. Falls jemand verletzt ist, wird diese Spielerin gewechselt. Das gibt es, aber wirklich nur für Olympia, für das eine Event und so die, wie du sagst, man steht halt in einer unglaublichen Abhängigkeit so. Das ist natürlich auch für Trainer, für Umfeld, die ja daran, die ja quasi da auch ihr Geld verdienen mit, ist das natürlich enormer Druck auch ein bisschen, dass man eben auch vielleicht mal eher, wenn man verletzt ist, vielleicht nochmal spielt oder halt sich zweimal überlegt, okay, gut, ich muss trainieren, weil ich bin ja nicht alleine. Ja. Und wenn du dir jetzt mal den Spielplan der NFL anguckst, nehmen wir mal Teams, und das sind ja eine ganze Reihe, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren, das heißt, für die Spieler ist Ende des Jahres Schluss. Und erst Anfang September, also knapp 9 Monate später, geht die neue Saison los. Also 9 Monate ohne Wettkampfpraxis auf irgendwas hinzutrainieren. Was löst das in deinem Kopf aus? Ja, kenne ich aber halt jetzt durch Corona. Ja. haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass wir eben, ist schon eine lange Zeit, so sich so lange körperlich fit zu halten oder aufzubauen. Was halt einerseits auch ein Vorteil ist, weil du halt wirklich gezielt trainieren kannst, dass du halt sagen kannst, du hast einen Kraftaufbau und gehst dann wirklich Ziel Saisonbeginn. So, das hat einen Vorteil. Ich selber bin jemand, ich zock halt gerne, ne? Und wenn du jetzt mich nur irgendwie auf Techniktraining und nur Kraftraum und so, ich würde das nach einer bestimmten Zeit dann in Anführungsstrichen langweilig, so, ich brauche so ein bisschen Abwechslung. Wir hatten es jetzt auch, wir trainieren mit unserem jetzigen Trainer seit Oktober, bereiten wir uns auf die Olympischen Spiele vor. Das heißt, unser ganzer Kraftplan, unser Technikplan, es ist alles auf die Spiele jetzt Ende Juli, Anfang August ausgelegt. So, das hatten wir jetzt auch. Sag nochmal bitte. Ohne Turniere zwischendurch? Doch, mit Turnieren. Da stand aber noch nicht genau fest, dass diese Turniere auch wirklich stattfinden. Mhm. Wir haben die Turniere auch etwas mit eingebaut, aber trainieren eigentlich drüber hinweg, weil wir gesagt haben, okay, das Wichtigste, es findet nur alle 4 Jahre statt, sind eben die Spiele. Also werden wir uns komplett in allem vorbereiten, dass wir dann dort hoffentlich unsere beste Leistung abrufen. Und das hat es natürlich jetzt für uns super spannend gemacht, dass wir hatten noch nie so eine genaue Vorbereitung, dass du sagen kannst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns qualifizieren. Wir werden alles darauf auslegen, dass wir bei Olympia fit sind. So, deshalb kann ich diese Länge der Vorbereitung nachempfinden, so wie es die Footballer ja auch haben. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz langer Zeitraum. Da scharrt man dann auch irgendwann mit den Hufen. Genau, du kannst es gar nicht mehr abwarten. Und vor allem das Gefühl, dann wieder auf dem Feld zu stehen, oh krass, das ist ja irgendwie, wow, deshalb mache ich das ja, weil ich da spielen will. So, das wird denen unheimlich fehlen in der Zeit. Und dann, das frage ich mich, weil du ja auch, wie du sagst, genüssliche Super Bowl-Zuschauerin bist, wenn dann so ein großes Spiel ansteht, die Minuten bevor es losgeht, was passiert da in einem Kopf eines Profisportlers? Also mir ist ganz oft extrem schlecht. Also das Gute ist, ich weiß dann immer, danach kommen gute Spiele. So, ich habe dann wirklich, obwohl ich jetzt ja auch schon sehr viele Jahre spiele und dachte eigentlich immer so, dass das müsste sich ja mit der Zeit legen. Aber es gibt wirklich noch Spiele, wo ich dann wirklich vorher stehe und einerseits dieser Hass, dass man gar nicht möchte, dass es einem so dreckig und schlecht geht. Andererseits das Wissen, dieses Gefühl zu haben, was man ja sonst so, sage ich mal, im Alltag nie auslösen kann in einem selber. Also nicht so extrem. So, und dieses Gefühl, dann eben rauszugehen und dann einfach intuitiv und so ein bisschen im Tunnel zu spielen,
ja, macht so ein bisschen süchtig. So auch wenn der Magen sich umdreht und man irgendwie so, ich will da jetzt raus, aber eigentlich will ich das Gefühl nicht, weil es ist auch anstrengend, aber irgendwie das dann zu wissen, dass man dadurch besser spielen kann oder einem dann irgendwie man nochmal so einen Leistungsschub bekommt, ist dann irgendwie auch cool, wenn du dann einfach da stehst auf so einem Feld, wo wirklich dann, okay, jetzt in nächster Zeit ja auch nicht Zuschauer sind. Das ist ein einmaliges Gefühl, was man bekommt und was ich noch ganz, ganz oft in meiner Karriere haben möchte. Also so in gewisser Art und Weise so ein positiver Druck. Dieses genau. Wissen, egal ob jetzt Zuschauer im Stadion sind oder nicht, also es wird ja auch viel im Netz gestreamt oder im Fernsehen übertragen, zu wissen, jetzt gucken ganz viele Menschen auf mich. Genau, und jetzt zählt so, so K.O.-Runde oder so, jetzt, okay, entweder wir gewinnen oder wir sind raus. So, ich renne da so ein bisschen um mein Leben, wir müssen das oder ich möchte das unbedingt gewinnen, so, dass halt dann wirklich einfach jeder Ball, den wir dann da spielen, einfach zählt. Ja, absolut. Ein großer Unterschied ist auch, wenn man euch so betrachtet von außen, von den Footballern sieht man nichts. Ja. Eigentlich, also sie haben Helm auf und ist dann schon überrascht, wenn die mal den Helm abnehmen. Ach, so sieht er unter dem Helm aus. Das ist ja auch völlig konträr zu euch. Ihr tragt ja eher wenig. Also wie erlebst du diesen Unterschied? Also könntest du dir überhaupt vorstellen, mit Schulterpolstern und was weiß ich nicht alles und noch einen Helm auf dem Kopf deinen Sportart zu betreiben? Es wird ja sicherlich Gewohnheit sein. So, wenn ich jetzt von Anfang an das kennen würde, dass ich mich immer ausrüsten müsste. Ich mag es, draußen in der Natur unter freiem Himmel zu spielen. Das haben wir ja, ist ja beim Football ähnlich oder gleich. Und ich mag es einfach, am Strand Sport zu machen. So, das mache ich natürlich super gerne. Und bei bestimmten Temperaturen, da bist du natürlich froh, wenn du wenig anhast, weil es einfach sehr anstrengend ist. So, und da beneide ich jetzt die Footballer, also klar, für ihre Sicherheit natürlich, aber natürlich nicht bei so Temperaturen dann eben in ihren Outfits da zu stehen. Vor allem die Zeit, die man erstmal braucht, bis man, wir hatten mal eine Physiotherapeutin, die eben auch Footballer betreut hat und wie viel Tape da ihnen eigentlich so am Tag drauf geht. Also mit, ich weiß gar nicht, ob alle ihre Enkel schützen, aber zumindest immer Tape, so wie viel Tonnen Tape da wahrscheinlich in einem Training schon verwendet wird, so, da würden wir natürlich nie hinterherkommen. Bis es überhaupt mal losgeht, so ein Training oder ein Spiel, und alle getaped sind, also da vergehen wahrscheinlich Stunden, da habt ihr es einfacher. War es denn eigentlich, wolltest du immer, also war Volleyball immer deine Sportart oder hattest du auch Talent für andere Sportarten und wärst vielleicht statt links, rechts abgebogen? Ich habe mit dem Schwimmen angefangen. Hat mich als Kind dann irgendwann, ich habe immer gefroren. So, ich durfte dann bei den Älteren mitschwimmen und die waren dann immer schon fertig, wenn ich gerade angekommen bin. Dann habe ich gefroren, dann wollte ich raus und ich bin ja sehr kommunikativ und ich glaube, das hat mir beim Schwimmen dann irgendwann ein bisschen gefehlt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Im Wasser funktioniert das ja nicht ganz so gut. Und dadurch, dass meine Mutter früher selber Beachvolleyball gespielt hat, bin ich auch zum Hallenvolleyball gekommen während meiner Schulzeit, damals als ich den Jörg auch kennengelernt habe. Und dann nach dem Abitur bin ich dann zum Beach rüber und seitdem im Sand unterwegs. Und wenn du dir so ein Super Bowl oder ein Footballspiel anguckst, welche Position würdest du am liebsten spielen? Also wärst du eher so der Receiver-Typ, weil gut springen und so und mit Ball? Oder wärst du eher so auf der defensiven Seite mit viel Körperkontakt, wenn du es dir aussuchen könntest? Ich glaube eher offensiv. Ich glaube, das wäre so eher mein Ding. Ball mit Ball und nicht ganz so theoretisch. Ja, eher so ein bisschen intuitiv, wenn man vielleicht sagen kann, vielleicht so in die Richtung. Ich glaube, da würde ich mich eher einordnen. Jetzt sieht es so aus, als würde auch Football in einer gewissen Art und Weise olympisch werden bald. Also es gibt wohl Pläne, dass Flag Football bestrebt, 2028 oder vielleicht 4 Jahre später auch olympisch zu werden. Würdest du sowas begrüßen, dass dann auch immer mal wieder neue Sportarten ausgetestet werden? Das macht den olympischen Gedanken ja irgendwie auch aus. Genau, stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist ja genau, ich glaube, immer werden 2 Sportarten ausgewechselt. Skateboard ist ja jetzt das erste Mal auch in Tokio mit dabei. Ich weiß gar nicht, in Paris dann in 3 Jahren, ich weiß gar nicht, was da neu dazukommt. War nicht E-Sport sogar auch noch Thema? Also Golf auch, oder?
Oder Gott, war das so halb, so, ist immer die Besten, die so Halbwissen einfach reinschmeißen, genau. Aber keine Alles, was Ahnung man haben. So aufgeschnappt hat. Ja, genau. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal recherchieren. Aber ja. Nee, ich finde es gut, dass es durchwechselt. So, dass man da so mal ja auch versucht, ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Definitiv. Ich trinke an dieser Stelle mal, danke an König Pilsner, einen Schluck. Alkoholfrei? Alkoholfrei, selbstverständlich. Danke an König Pilsner an dieser Stelle. Stichwort Mündigkeit. Darüber würde ich mit dir auch gern nochmal sprechen. Mhm. Du warst vor gar nicht so langer Zeit auch in den Medien sehr meinungsstark, weil da ging es darum, dass ihr, korrigier mich, aber vor einem Turnier in Katar sollte so ein bisschen an die Kleiderordnung bei euch ran. Das fandst du nicht ganz so gut. Auch um wieder das komplementär zu nehmen, in der NFL gibt es jetzt ein Saisonspiel mehr. Klar, da wird dann auch mehr Geld von der Liga verdient, das wollten die Sportler aber nicht, trotzdem wurde es durchgedrückt. Wie wichtig ist es als Sportler dann auch tatsächlich, der das Produkt nach außen hin verkauft, mündig zu sein und auch seine Meinung zu sagen? Und was waren jetzt deine Erfahrungen, dass du quasi nach einer Vorgabe dich öffentlich geäußert hast, dass dir es nicht gefällt? Also bei uns war ja das Thema in Katar, wir sollten in komplett lang spielen. Das wurde uns vorgeschrieben und wir Athleten wurden vorher auch befragt, ob wir das machen würden. Und das Turnier könnte nur stattfinden, wenn wir in lang eben dort spielen würden. Lang heißt bei 30 Grad in einer Tight und eben in einem Longsleeve. Das wurde uns mehr oder weniger vorgeschrieben. Was ich so ein bisschen skurril daran fand, dass eben Beachvolleyball ein Jahr vorher bei einem anderen Turnier, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, eine ganz andere Turnierserie, die man auch nicht kennt, eben auch schon ausgetragen worden ist und die Mädels haben im Bikini gespielt. Tennis findet dort ja auch statt. Die spielen auch in ihrem, klar haben sie mehr Stoff an, aber auch in ihren Outfits. Leichtathletik-WM, also es gab etliche Events vorher, wo jeder Athlet oder jede Athletin in ihrem Outfit spielen konnte, auch wenn es freizügig war. So, und da gab es für mich, es war enorm wichtig, dass dieses Jahr alle Turniere, die vielleicht stattfinden können, weil eben ja durch die Pandemie sehr viel ausgefallen ist und wir eben Spielpraxis brauchen, waren wir heilfroh, dass jemand ein Turnier ausrichten möchte. Ich fand trotzdem es nicht korrekt, eben dort nochmal nachzuhaken beziehungsweise zu bohren, weil es ja wohl anscheinend keinen interessiert hat anfangs. Ja. Dass man eben uns vorschreibt, wie wir dort zu spielen haben und dass wir uns das selber als Frauen nicht aussuchen können, so wie wir es überall auf der Welt ja auch tun. Eben, es ist heiß, so wir spielen diesen, machen diesen Sport an sehr warmen Orten, wo wir natürlich, es ist super anstrengend in langen Sachen bei, über 30 Grad in der Sonne zu spielen. So. Und ich meine, klar, Thema Menschenrechte kommt vielleicht auch noch hinzu und das war für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, da das vorher ja auch schon stattgefunden hat, warum verbietet man uns das jetzt? Also so, ich sehe da keinen Sinn dahinter und wollte definitiv, dass darüber nachgedacht wird und sie haben es ja dann letztendlich uns Frauen auch freigestellt, dass wir eben in den Outfits spielen können, wie wir wollen und es haben ja dann auch bis auf wenige auch in ihren normalen Outfits eben gespielt, weil es einfach extrem warm war. So, genau. Und jetzt zurückzukommen zu Football. Ich finde es ganz wichtig. So, es sind natürlich unterschiedliche Ziele, die ein Verband oder dann eben auch eine Organisation verfolgen. Die sind wahrscheinlich nicht immer gleichzusetzen mit den Zielen der Athleten, aber im Endeffekt geht es um uns Athleten. So, das ist ja jetzt, sage ich mal, in den Verbänden ja auch teilweise. Ist die Pyramide noch etwas verrutscht? So, ich meine, würden wir den Sport nicht ausüben oder ohne uns Athleten würde es keine Organisation und keinen Verband geben. So, und das ist, finde ich, jetzt seit Jahren auch in eben anderen Sportarten endlich gibt es dort Fortschritte zu sehen. Unter anderem Athleten Deutschland, vielleicht habt ihr das ja alle mitbekommen, wurde vor 3 oder sogar schon vor längerer Zeit gegründet. Ein Verein, der eben auch Athleten unterstützt. Es gibt Spieler-Associations, inzwischen auch beim Football und Basketball und bei allen großen Sportarten so. Und das ist enorm wichtig, weil im Endeffekt es geht um uns. So, wir wollen ja auch nur das Beste. Und klar, das Marketing, die haben natürlich auch Vorstellungen und so, man muss das halt irgendwie verbinden und dass es da zu Streit führt, ist vollkommen normal, aber ich glaube, dass es in eine richtige Richtung geht und im Endeffekt wir Athleten ganz oben stehen sollten.
Ich sehe das ganz genauso, auch weil du sagst, es geht um uns. Also ihr seid diejenigen, die diesen Sport betreiben aktiv. Ihr seid die Gesichter. Und trotzdem hab ich immer so aus meiner Zuschauersicht das Gefühl, es wird eigentlich viel zu wenig Rücksicht dann auch auf die Akteure genommen. Daher die Frage, also wie war denn das Echo, dass du öffentlich dich beschwert in Anführungszeichen hast über eine angedachte Regelung, Kleiderordnung? Ich habe mich ein bisschen abgeschirmt, weil es enorm groß geworden ist. Also so, dann geht es ja plötzlich los auf Facebook, liest du ja also 1000 Kommentare und da wird noch was und da wird noch was. Das ist so ein bisschen wie stille Post. Du gibst einen Artikel raus, wo du eigentlich alles gesagt hast und dann auf einmal liest du Artikel mit ganz anderen Überschriften, mit vielleicht ähnlichen Zitaten, aber jeder formt noch was zusammen und am Ende der Reihe bei der stillen Post kommt dann was ganz anderes raus. So, aber ich habe das Feedback, das ich bekommen habe, eben von Leuten, die ich sehr respektiere und wo ich auch weiß, wenn die sich äußern oder was dazu sagen, dann wird das schon passen. Und das war super positiv. Und eben auch mit dieser Krux, dass eben ja vorher schon Turniere auch im Bikini stattgefunden haben und dann nur uns gesagt wird, wir sollen jetzt aber in Lang spielen und es geht um Olympiapunkte, es geht um Olympia, es war ein wichtiges Turnier. So hat mich eigentlich fast ein bisschen schockiert, dass nicht mehr Leute auch was dazu gesagt haben. Also jetzt auch unsere männlichen Kollegen, so, die haben da schon seit mehreren Jahren Turniere. Wir Frauen waren jetzt das erste Mal in Katar oder haben dort ein Turnier gehabt. Und ja, es ist ein bisschen verwunderlich, dass man so irgendwie so ein bisschen alleine dastand aus der Beachvolleyball-Riege. Fühlte man sich dann da so von Seiten des Verbandes oder von den Kataris so ein bisschen als Buhfrau? Also hat man da auch so mitbekommen, das fanden wir jetzt nicht ganz so gut, Carla, dass du uns hier öffentlich kritisierst? Oder? Nee, also ich habe gar nichts mitbekommen. Weder unsere internationale Spieler Association hatte sich daraufhin gemeldet oder unser Weltverband erst recht nicht. Der einzige Verband, der das auch unterstützt hat und auch gut fand, dass wir was gesagt haben, beziehungsweise das auch für richtig gehalten haben, war unser deutscher Verband. Und ja, so viel Zuspruch habe ich aus eigener Reihe gar nicht bekommen. Aber im Endeffekt war das ja auch nicht mein Ziel. So, ich wollte das erreichen, weil ich es einfach wichtig finde, dass man das nicht einfach so hinnimmt. Auch ich habe mich gefreut, da findet ein Turnier statt. So, aber dann bitte beachte auch irgendwie die Frauenrechte und achte da ein bisschen drauf. Ich würde jetzt auch, weiß ich nicht, man kann sich politisch äußern als Athlet. Es ist aber... Ja, es ist nicht unsere Aufgabe, weil, oder du hast gar nicht die Kapazität teilweise, das zu tun. So, das ist ja mein Job, den ich dort ausübe, oder den ich generell mit Sport ausübe. Und du hast so viel allein mit Orga, jetzt bei uns ja, wir stellen unseren Trainer an, wir organisieren unsere Trainingslager, wir organisieren ja alles selber, ist ja quasi unser Unternehmen. So, du bist mit so vielen Aufgaben beschäftigt und allein das Training und diese Aufgaben noch nebendran füllen halt mein ganzes Leben. So, und da kann ich es auch verstehen, dass einige Athleten auch nicht die Zeit haben und auch die Kapazität, sich da ständig zu irgendwelchen politischen Themen zu äußern. Und finde das dann immer schwer, weil einerseits will man vielleicht ja auch, aber man schafft es körperlich dann auch irgendwann gar nicht mehr. Und wir sind jetzt auch keine Experten auf irgendwelchen Gebieten. Das ist auch relativ schwer, sich da ständig zu äußern. Deshalb freut mich es umso mehr, dass es eben inzwischen in Deutschland eben einen Verein gibt, Athleten Deutschland, die uns da sehr unterstützen, genau in so Themen, wo man eben dann mit denen sich unterhalten kann. Hört mal zu, das ist vorgefallen, könnt ihr uns helfen, wie sieht das aus? Und bin da ganz froh, dass wir da zumindest nochmal einen Ansprechpartner haben. Weil du meintest, Social Media und stille Post. Social Media ist ja so eine Plattform, so ein Medium, wo man wirklich 1:1 Feedback bekommt. Vielleicht auch Feedback, was man eigentlich gar nicht wissen wollen würde. Es ist aber, glaube ich, in der Natur des Menschen und ich klammere mich da nicht aus. Wir bewegen uns ja auch im NFL-Boulevard. Wenn Sportler erfolgreich sind, interessieren sich auch mehr Menschen für den Mensch. Carla, hat Carla eigentlich einen Freund? Ist Carla eigentlich verheiratet? Was sind eigentlich Carlas Hobbys und so weiter? Wie ist das für dich, wenn es dann plötzlich nicht mehr nur um den Sport geht, sondern so auch Fragen ins Private rein oder so gehen? Ist das nun mal so oder bist du da jemand, der das eigentlich gerne abschirmen würde? Ja, also bis jetzt hält sich das noch in Grenzen und ich habe da auch kein Problem, über ganz viele Sachen zu reden und auch ganz offen zu sein. Ich muss sagen, dass es in meinen Sphären irgendwie noch völlig in Ordnung ist und ich mich jetzt ja nicht überrumpelt fühle. Und man merkt schon, dass man
plötzlich mehr angefragt wird, was eben auch Frauenthemen betrifft, was jetzt auch die Bekleidungsordnung in Deutschland oder auch mit den Turnerinnen, die ja jetzt eben auch bei der Europameisterschaft in einem langen Anzug geturnt haben, so dass man da so ein bisschen mehr involviert wird, was mich aber einerseits freut, dass man irgendwie mit einem Statement was erreichen kann und ja auch so sportartübergreifend man sich da unterstützt. So, und das freut mich total, wenn ich sowas mitbekomme, dass man so untereinander, dass wir Athleten uns so ein bisschen verbinden. Und die öffentliche Stimme wird auch größer und mehr wahrgenommen. Genau, und das habe ich sowieso das Gefühl, dass so in den letzten, also ja, so in den letzten 1 bis 2 Jahren hat sich, finde ich, was getan. So, ja. Weil es ist auch, keine Ahnung, so, ich kann es auch immer nicht nachvollziehen, so, naja, würden wir unseren Sport nicht ausüben, würde das ja alles gar nicht zustande kommen. Und das ist irgendwie so kontrovers, so wo befinden wir uns da? Also es ändert sich zum Glück und es tut sich einiges, aber ich glaube, wir stehen immer noch ein bisschen am Anfang. Kontrovers, eine weitere Analogie zwischen deinem Sport und Football ist, wir haben in Deutschland, um jetzt einmal mit Football anzufangen, die GFL schon immer gehabt, die German Football League. Jetzt wird in Kürze die European League of Football eröffnen, also eine Konkurrenzliga. Unter anderem kannibalisiert sich das auch so ein bisschen, Spieler werden abgeworben und so. Bei euch gibt es auf der einen Seite den Deutschen Volleyballverband, auf der anderen Seite jetzt die neue German Beach Tour, die auch so ein bisschen innovativer ist mit Livestreams auf Twitch und so weiter. Wie erlebst du da auch vielleicht Stichwort Mündigkeit nochmal? Werdet ihr Athleten damit einbezogen oder wird das einfach, ist dann jetzt halt so? Ja, da gibt es natürlich auch bei uns Diskussionen, weil einerseits die Tour des Verbandes eben seit etlichen Jahren ja schon stattfindet, ein anderes Produkt jetzt letztes Jahr durch die Pandemie entstanden, auf den Markt gekommen ist, was auch sehr interessant ist und uns Spielern auch unheimlich viel Spielpraxis geboten hat und auch bieten wird dieses Jahr. Ja, es ist sehr viel Diskussionsbedarf, weil eben durch einerseits neue Ideen eben, finde ich, dass sich gegenseitig befruchtet und eben diesen Sport weiterentwickelt. Ich glaube aber, dass noch nicht alle Parteien verstanden haben, dass man nebeneinander existieren muss, weil man kann den anderen nicht irgendwie zunichte machen, sondern man muss irgendwie einen Weg finden. Ja, was heißt gemeinsam, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber zumindest muss es eine Lösung geben. Und das also eine Art Koexistenz quasi. Genau, genau. Und ich meine, das heißt ja auch nicht, dass dann eins schlechter oder eins besser ist, sondern es geht einfach darum, so was für uns Sportler gut ist. So. Ja. Und ich glaube, erhoffe mir zumindest, dass man eben diesen sportlichen Fokus da auf beiden Seiten eben nicht verpasst. So, für uns ist wichtig, dass wir Spiele haben für unsere Jugendlichen, jetzt besonders in Corona-Zeiten, auch letztes Jahr, so war es einfach unglaublich wichtig, dass sie spielen können, dass sie also Praxis haben. Hm. So, das sind ja unglaublich wichtige Jahre, ja auch eben für die Athleten. Und da ist es einfach wichtig, dass eben der Fokus immer beim Athleten bleibt. Ja. Ja, also auch interessant, hat ja auch 2 Ebenen. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, also wenn es größere Möglichkeiten für euch gibt, dann habt ihr größeren Entscheidungsspielraum. Auf der anderen Seite wird man dann irgendwie auch immer gezwungen, sich zu entscheiden auch, ne? Ja, noch ist es nicht dazu gekommen, bei uns zumindest. Ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Ja, generell jetzt durchs letzte Jahr gibt es einfach auch Geldeinbußen bei allen. Also es gibt weniger Sponsoren, die irgendwie im Sport vielleicht noch einsteigen. So, es werden, glaube ich, nochmal schwierige Jahre auf uns zukommen. Aber ich bin total froh, dass eben durch so eine schwere Zeit jetzt, die wir hatten, jetzt diese, ist ja schon über ein Jahr, eben auch Neues entsteht. So, und das finde ich total klasse, dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Wenn man sich jetzt Tom Brady nochmal anguckt, der vielleicht dann doch unter Umständen in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal seine aktive Karriere beenden wird, der hat so einen großen Leumund und der hat so viel Einfluss, der wird so respektiert, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass der vielleicht auch doch nochmal in die Funktionärsebene irgendwie einsteigt. Wäre das was auch für dich, dadurch, dass man jetzt als Athletin so viel mitbekommt, vielleicht aber auch mitbekommt, dass es viel zu wenig um die Athleten geht, also dass man da dann auch aktiv was verändert in den Strukturen? Also ich bin ja schon Athletensprecherin von den Nationalteams und bin da aktiv im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust hätte. Also jetzt beispielsweise im Verband, sie sind ja auch
oder ihnen sind ja auch teilweise die Hände gebunden. Sie müssen sich ja auch an Sachen und Vorgaben halten. Und ich weiß nicht, ob ich da der Typ für wäre, dass ich das alles ein bisschen langsamer, eben die Mühlen laufen langsamer. Ich weiß nicht, ob ich da der Typ für bin. So, ich würde mich definitiv immer einsetzen, so für die Athleten und vielleicht auch im Verband eine Position übernehmen. Ja, wie soll ich es jetzt formulieren, dass ich da gut bei wegkomme? Wo man was vielleicht noch ändern kann oder unterstützen, sage ich mal so. Ich kann mir Stand jetzt nicht vorstellen, dort was Größeres zu übernehmen. Also so, das glaube ich, bin ich nicht. Aber wie gesagt, wer weiß, ich will auf jeden Fall aktiv bleiben und zumindest für die Athleten da sein und für unseren Sport auch und den eben wieder in die richtige Richtung zu lenken. Noch soll es natürlich erstmal hauptsächlich um den Sport gehen, mit dem großen Highlight Olympische Spiele. Aber du hast es ja schon erwähnt, vielleicht sind es ja auch nicht die letzten, vielleicht ist es ja Paris auch noch. Ja, ich überlege gerade, ich bin jetzt 32, da habe ich ja noch 12 Jahre, ne, bis 44. Ja, dann kannst du noch 3 Olympische Spiele mitnehmen. Super Bowl noch einmal zum Abschluss, Carla. Du sagst, du bist da sehr interessierte Zuschauerin. Ist es nochmal so eine Bucketlist, ein Super Bowl vielleicht nochmal live zu sehen? Es wär schon ein Riesenevent. Also das ist ja das Highlight eigentlich des Jahres, also von der Größe her, wenn man sich dann vorstellt, dass Leitungen oder dass man in der Pause mal gucken muss, dass der Strom nicht ausfällt. Also das ist ja diese Vorstellungskraft. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das findet, ja, jedes Jahr wird das ja ausgerechnet, wie viel Bier, wie viel was auch immer verkauft werden. Toilettenspülungen gelaufen und so. Gelaufen, also das ist so... Ich weiß nicht, wir lachen da dann immer drüber oder reden ja auch im Training dann drüber, so wie riesig das ist. So, ich kann mir das immer nicht vorstellen. So, also ich finde immer noch, dass ich das so, wenn man das so schaut, so, dass das alles so surreal ist. Wird denn eigentlich, das weiß ich gar nicht, wird es in Tokio, steht das schon fest, so eine Eröffnungszeremonie geben? Weil das fand ich immer eigentlich so das schönste Highlight, wenn alle Nationen einlaufen und so ins Olympiastadion. Wird es sowas geben? Steht das schon fest? Ich denke mal nicht. Es wird gar nichts geben. Also mit der Zeremonie habe ich noch nichts gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, wenn dann, ohne Athleten sein wird. Also wir werden ja auch definitiv, wir werden kurz vor knapp anreisen. Wir werden in unser Zimmer gehen, unseren Test machen, dann in Quarantäne sein. Wir werden nur zu den Wettkämpfen rausgehen. Das heißt, wir werden vorher sagen, wie viel Uhr wir trainieren, wann wir wo wahrscheinlich essen gehen. Wir werden eigentlich nur in unserem Zimmer sein, zum Training und zum Spiel raus. Vielleicht noch zur Physiotherapie oder die Physiotherapie kommt zu uns. Also das wird nicht so, wie wir es kennen. So der ganze Zauber, wie wir Olympia kennen, wird nicht dort, also wird nicht vorhanden sein. Deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, wir werden auch nach Turnierende, müssen wir innerhalb von den nächsten 2 Tagen, also spätestens abgereist sein. So, du wirst gar keine Chance haben, andere Athleten großartig zu sehen, bis vielleicht auf die Deutschen oder dann eben in deiner Sportart. Und du wirst keine anderen Wettkämpfe schauen. Also das schade. Ist... Also dieser gesamte Charakter, der die Spieler ausmacht, fällt weg. Aber ihr wohnt im olympischen Dorf oder gibt's das auch nicht? Also ich habe was gehört, dass eben alle im Dorf schlafen sollen. Es wird eine Begrenzung geben in der Mensa, dass wahrscheinlich die Nummer zu 60% ausgelastet wird. Ich habe jetzt mal was gehört, dass je nachdem, wo natürlich dein Sport auch stattfindet, wir sind, glaube ich, nah am Olympischen Dorf oder nicht, ich weiß es gar nicht 100%, dass eventuell außerhalb auch noch Wohnungen angemietet werden oder so. Die genauen Informationen habe ich noch nicht. Ist ja auch so ein bisschen so, vielleicht ist es ja auch für deinen eigenen Schutz besser, wenn du eben nicht im Dorf bist, ja, ne? Dass du außerhalb bist und nur unter deinen Leuten. So, vielleicht ist das ja auch was Gutes. Ich werde die Informationen wahrscheinlich demnächst erhalten. Es wird aber definitiv werden es ganz andere Spiele, als wir das kennen. Und Stand jetzt vielleicht Zuschauer, aber dann auch nur Japaner, ne? Genau, das ist Stand jetzt. Es gibt Petitionen inzwischen, dass die japanische Bevölkerung die Spiele nicht haben möchte. Ich glaube, wir sind bei über 300.000, die dort schon unterschrieben haben. Es haben heute in den Nachrichten kam nochmal, dass die Gastgeberstädte, die eben Athleten schon vorher aufgenommen hätten für Trainingslager, also für die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele, diese Städte haben abgesagt. Sie werden keine Athleten aufnehmen.
So, wir hatten jetzt eh nicht vorher dort nochmal in eine andere Stadt zu reisen, aber ich glaube, dass da einige da schon ein paar Tage vorher hin wollten, sodass es heute in den Medien rausgekommen. Ja, ich bin gespannt. Es sind ja noch 2 Monate hin, was sich da noch entwickelt, aber ja, es klingt alles sehr ernüchternd. Ja, irgendwie komisch. Verrückte Zeit. Ja. Aber trotzdem, also es gibt ja glücklicherweise dann doch Übertragungen im TV und im Netz, so dass man mitfiebern kann. Ja, ich hoffe, dass ihr nachts dann alle aufsteht. Natürlich. Ich kenne die Spielzeiten ja noch nicht, aber... Wann ist, ab wann ist es offiziell? Also gibt es so ein festes Datum, so ein Nominierungsdatum? Ich meine 15. Juni, warte, ich kann mal gerade reingucken. Also es müsste schon sehr viel passieren, dass wir nicht auf die Liste kommen, aber ich bin immer so ein Fan von, ich weiß nicht... Mitte Juni meines Erachtens ist die Deadline, wo dann eben offiziell das Papier beim Deutschen Olympischen Sportbund eingereicht wird und dann heißt es, die 2 Teams von den Frauen fahren eben für Beachvolleyball zu den Olympischen Spielen. Cool. An dieser Stelle nochmal toi toi toi, was ist das Ziel? Medaille? Klar, also Ziel persönlich, ich war ja in Rio schon selber dabei, wir sind 9. geworden damals mit meiner ehemaligen Partnerin und ich möchte nicht nur dabei sein, in Anführungsstrichen. Also ein Top-10-Platz bei den Spielen ist schon gut, also ist gut gewesen. Also, aber ich möchte eben das auch spielen, was ich kann. Und so, und das ist mein einziges Ziel dort. Und ich weiß, dass wir alle Teams der Welt schon mal geschlagen haben. Was dann vor Ort ohne Zuschauer ist, glaube ich, für jeden aufregend und neu. Ich glaube, dass die Pause uns sehr gut getan hat, weil wir sehr viel trainieren konnten, auch nochmal mit einem anderen Trainer zusammen und wir so ein bisschen so eine Wunderkiste sind. Mhm. Und ich freue mich einfach, dann dort auf dem Spielfeld zu stehen und das dann abzurufen, was wir uns jetzt wirklich seit etlichen Jahren, aber sogar sehr intensiv dann eben seit Oktober angeeignet haben. Und das auch im luftigen Outfit und nicht irgendwie in so einem Ganzkörper. Ja, es wird enorm heiß in Rio, in Tokio. Ja. Also Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und du bist eigentlich nur am Triefen und es wird alles runterlaufen. Und ja, bin gespannt auf die Spiele dann in der Sonne und in der Mittagshitze. Carla, vielen, vielen Dank. Toi, 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 wie gesagt. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, auch über Football zu sprechen. Spätestens, allerspätestens zum Super Bowl hören wir uns dann wieder, oder? Ja, sehr gerne, Alex. Vielen Dank für die Einladung. In Miami übrigens, der nächste in Miami. In Miami? Ja, doch, in Miami. Doch, ich bin mir sicher. Miami? Miami. Ich glaube, in Miami. Muss ich nochmal recherchieren. Erstmal den Sommer jetzt hier in Europa, der ist ja schon spannend genug im Football. Ja, absolut. Carla, vielen Dank und alles Gute. Sehr gern, macht's gut, ihr Lieben. Danke auch euch. Wenn ihr Fragen an Carla habt, ihr wisst, schreibt's unter dieses Video in die Kommentare. Wir leiten's weiter, vielleicht guckt Carla auch selbst drauf. Und das Wichtigste, bleibt gesund. Ciao. Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! Greatest comeback!